Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe Gregor spielt Evil Within. Ich habe mich mal on top begeben zu dem Typen. Und ich hoffe, dass ich ihn... jetzt einigermaßen gut erledigen kann. Alter, wie viel Schuss verträgt er? Guck mal, schon sind die anderen da. Ah, das fängt ja fantastisch an. Das fängt ja richtig, richtig gut an, okay. Haben die gerade geschossen? Super. Ich hab's bis in die Nähe des Gegners geschafft. Aber guck mal, wie viel der vertragen hat. 2 Explosivpfeile. Ein bisschen Shotgun-Schüsse und sobald ich was mache, tauchen die anderen aus dem Nichts auf. Muss ich mir vielleicht seine Kettensäge klauen, bevor ich ihn erledige? Nein, das kann es eigentlich nicht sein. Ich schätze, ich muss ihn wirklich ordentlich wegzimmern. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Muss ich ihn vielleicht, kann ich ihn gar nicht erschießen, sondern draußen ist doch so eine Fallgrube. Oder? Da war doch so eine Art Fallgrube, wenn ich mich recht erinnere. Dann kann ich es ja mal probieren, ihn dorthin zu locken. Aber erstmal hier ein bisschen das Zeug einsammeln, bevor ich das wieder verdödel. So, oh, ich hasse dieses Zeug. Mann, es hat ein gewisses Delay fürs Drücken. Okay. Boah, war das knapp. Es hat ein gewisses Delay zum Drücken. Ich lote das mal aus. Ich gehe mal runter. Und guck mal, wo die, die Fallgrube ist. Weil in der unmittelbaren Nähe habe ich die Gegner gekillt. Da ist die Fallgrube, ne? Aber sie sieht nicht so fallig aus. Ah, shit. Okay, ich glaube, das würde nichts werden. Warte mal. Oh. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Wo kommt hier denn her? Da waren doch gar keine vorher. Da waren doch gar keine vorher. Oh, und wie die jetzt alle aus ihren Löchern rauskommen. Okay. Dann klettere ich mal hier rauf. Das war keine gute Idee. Weil die jetzt alle hinterher klettern. Vielleicht kann ich ja aber oben mit der Shotgun runterballern oder so. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ja. Das musst du. Okay. Mal gucken, wer hier raufkommt. Wer mit der Shotgun einen ins Gesicht bekommt. Ey, ich hatte ihn vorhin umgenietet und angezündet. Beim Ende des letzten Teils. Aber was war, nix war. Alter, will keiner mal hochkommen? Kommt der nicht hoch? Hallo? Oh Mann. Das ist wahrscheinlich eine Reminiszenz an den ersten Abschnitt von Resident Evil 4. Guck mal, da unten dödelt er herum. Okay, ich hätte gedacht, dass die jetzt hochkommen. Oh, was ist denn das? Blendbolzen. Aha. Okay. Für die Armbrust. Alright. Bringt mir aber der Blendbolzen was. Scheiße, hm? Ich kann hier auch nicht vernünftig nach unten zielen. Ey, warum zielst du nicht
tiefer nach unten, ne? Okay, schleichen und zielen. Nee, schleichen und zielen klappt nicht. Wo sind die denn? Sind die denn direkt unter mir? Sind direkt unter mir noch. Boah, wie der da auch herumwandert. Kann ich von der Treppe ausschießen? Guck mal, sie wandern herum, sie zimmern. Das ist strange. Bei Resident Evil 4 sind sie ja noch die Leiter raufgeklettert. Gibt's für mich eine Flucht mit... Oh, warte mal. Okay. Hier kann ich einfach nur gucken, oder was? Aha. Ich dachte, hier kann ich vielleicht was umstoßen. Damit ich nochmal runter kann. Nee, das sind einfach nur Aussichtspunkte. Puh, okay. Dann muss ich wohl runterklettern. Und aufs Beste hoffen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte ihn vorhin angezündet. Anzünden soll der eigentlich Ende sein. Schau's dir an. Schau's dir an. Schau's dir an, wie du mich drumherum zimmern. Und ich kann nichts machen. Und die hauen sich auch nicht mal gegenseitig. Okay, gut. Ja. Musste ich wohl, ne? Boah, wie fies. Wenn du einen Gegner mit einer Fackel angreifst, kannst du mit nur einem Treffer verbrennen. Ja. Das gilt aber nicht für die fetten Schweine da. Boah. Der ist ja heftig. Dann ist ja so ein Gegner schon direkt da vorne, aber wahrscheinlich jeder andere, der das Spiel gespielt hat im ersten Anlauf, naja, den habe ich so nebenbei gekillt. War alles kein Problem. Okay, dann muss ich wohl wieder mal die Taktik von oben probieren. Oh, aber erst die Sachen mitnehmen, ne? Da gab es ein Health Kit. Das pfeife ich mir, glaube ich, gleich schon rein. Obwohl, nee, warte mal. Bevor ich es mir reinpfeife, lass einmal gucken, ob ich die Waffe hier entschärfen kann. Okay. Also, warum verschwindet das denn wieder aus den... warte mal. Shotgun nach... Nee, Shotgun nach oben. Revolver nach rechts. Das hier nach unten. So. Kann ich hier irgendwas auf den drauf fallen lassen vielleicht? Ist da oben etwas, was ich übersehen habe? Ja, der findet mich auch sofort, ne? Der findet mich auch sofort. Es gibt also kein wirkliches Entkommen. Ah, hier sind nochmal Items. Alles klar. Und eine Heilige Maria. Oder so. Ein Safe-Punkt wäre hier mal ganz geil. Ein bisschen Gehirn. Ein bisschen Gehirn. A little bit of brain. Okay, dann fange ich mal mit zwei Explosivpfeilen an und dann wechsle ich auf die Shotgun. Eins. Zwei. Drei. Ja. Oh, da ist eine Falle. Da bewegt er sich. Okay.
Okay, komm her, komm her, komm her. Okay. Feuer, 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 Feuer. Ich hab kein Feuerzeug. Boah, oh, 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 wie es anfängt zu ruckeln. Ach, er hat gesaved. Ah, ich hab ihn gekillt. Was? Okay, ich hinterfrage nicht. Ich bin d'accord. Das nehme ich besser. Okay, ah, zwei mit einem angezündet. Wir sind denn alle gleichzeitig gekillt worden? Kettensäge, Alter! Boah! Wie hat das denn geklappt? Will es eigentlich gar nicht wissen. Hier liegen doch schon so schön viele Items rum. Oh, das fühlt sich so gut an. Nachdem ich fast ein Stündchen hier rumgegurkt bin. Voll. Okay, aber jetzt sind wirklich alle tot, oder was? Kann ich die Kettensäge denn ausrüsten? Ne, die Kettensäge ist keine Waffe, ne? Aber ich stelle mal ein paar Bolzen her. Okay, oh, und da ist eine Schatzkiste. Alles klar, und hier liegen auch noch, hier liegt ja Munition rum. Oh, Shotgun-Munition. Ach, das ist ja schön. Ach, so tut das wieder gut. Ach, das macht so Spaß. Okay. Ah, warte mal, Kiste. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, weil das habe ich in einem Part gemacht, als ich vorhin bis zum Gegner hier wieder hingespielt habe. Man muss die dezent öffnen, weil da eine Falle drin sein kann. Diesmal war keine Falle mit drin, sondern Munition. Okay, lass mich mal nachladen, so gut es geht, damit ich alles mitnehmen kann an Munition. So, das heißt, nachgeladen. Ey, auch Munition kann man nicht so richtig mitnehmen. So, wo ich auch aufpassen muss, ich glaube, da hinten, das hatte ich noch nicht geholt, da ist auch eine Kiste und da war eine Explosivwaffe drin. Ah ne, die hatte ich schon geholt, alles klar. Die Kettensäge ist also keine benutzbare Waffe, sondern ein Item. Was auch immer das bedeuten mag. Hm. So anstrengend dieser Part war, ich fand's eigentlich ziemlich cool. Das hat echt so ein richtiges Last of Us-Feeling. Da weiß ich, gehabt. Alles so ekelhaft und der. Dude. Boah. Die einzige Möglichkeit, ne? Schmeiß weg, wieso schmeiß weg? Wo ist die Kettensäge? Warum nimmst du nicht mit? Na gut, müssen wir den Doktor jetzt suchen? Oder einfach nur weiter? Der Doktor war hier irgendwo, ne? Ups. Doc? Doc? Doc, wo bist du? Boah, aber ich habe so viel Gehirn gesammelt bisher. Komm, schön aufleveln. Gleich. Doc? Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie gegnerfrei, oder? Oh, Munition. Aber ich habe voll. Doc? Oh. Oh! Ah! Das ist, glaube ich, das, was ich meinte. Ey, echt schade, wenn ich... Dass das aus dem... aus dem Quick dann wieder weg ist, aus dem Quick-Menü. Aus dem Schnellzugriff, wenn ich das einmal aufgebraucht habe. Ah, ich dachte, das wäre die Doppelspritze, aber es ist die einfache, glaube ich. Wie es angefangen hat zu ruckeln an der Stelle. Hey, 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 hey. Ah, noch mehr Gehirn. So, das ist das so. Ich schleiche hier übrigens, damit ich nicht aus Versehen in eine Falle reinlaufe. Aha. Ah, da ist das, genau. Das ist der Erste-Hilfe-Koffer. Große Spritze. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Da steht, sie sind sehr selten, aber erhöhen bei jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Ah, fantastisch. Das heißt, ich kann auch meine Max-Energie dann erhöhen. Benutze ich das nächste Mal, wenn ich mal richtig die Kacke am Dampfen ist.
Aber gut, gut, dass wir uns hier einmal umgeschaut haben danach. Der Doc ist aber wohl nicht mehr hier. Dann sollten wir mal runter. Und durch. Ach, das war schön. Es war so anstrengend bis dahin, aber dass man den Typen erledigt hat, alles klar. Ist echt wie eine Stufe weiter der Anfangslevel von Resident Evil 4. Mit Ausnahme des... Obwohl, wir haben schon gesehen, ne, die können eigentlich die Leitern draufklettern, nur die konnten nur diese bestimmte Leiter nicht draufklettern, hier. Die konnten sie nicht raufklettern, warum auch immer. Sind da herumgestarkt, aber wir haben es ja gerade gesehen, der Fetti mit der Kettensäge ist ja geklettert auf die andere. Das war eigentlich möglich. Merkwürdig. Haben sie vielleicht vergessen, hier reinzuprogrammieren oder bewusst mit Absicht, weil sie dann wussten, oh scheiße, der Typ passt da oben ja gar nicht durch die Luke. Oder irgendwie sowas. Aber die Items müssten... Hör ich da wieder Gegner? Okay, dann sollte ich lieber hier runter. Nicht hier länger aufhalten. Ich dachte, da oben wäre noch was. Ja, aber schön. Der Open-World-Charakter wurde doch ein bisschen erhalten. Also wenn das ganze Spiel wirklich so aus solchen Gegenden bestehen würde, ja, sie durchgehend sind. Ne, und nicht Abschnitt, Abschnitt, abschnittsweise, sondern dass man wirklich eine riesige Karte hat. So der alte Alan Wake-Gedanke, wenn er da wäre. Das wäre nochmal eine Stufe drüber, aber bis jetzt finde ich es auch schon. Eigentlich ganz Knorke. Der und seine Power. Arme und Beine. Okay, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Nach einer knappen Stunde, ey. Boah. Warten Sie! Ach, da bist du. Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Dass er die Kettensäge einfach weggeschmissen hat. Das müsste auch das Ende des Kapitels sein, ne? Überlebt. Alter. Ewig lang habe ich dafür gebraucht. Spiel speichern, bitte. Was für ein Unterschied, ne? Vor einer halben Stunde, jetzt über eine Stunde. Aber gut, Kapitel 4, der Patient. Dann müsste jetzt wohl ein Kapitel kommen, was ich kenne, weil ich kann mich erinnern, ich habe schon mit dem Doktor im Schlepptau angefangen. Ich hoffe, das habe ich eigentlich einigermaßen gut über die Runden gebracht. Mal sehen, wie sich's verändert hat gegenüber der Vorlage. Aber ja, stimmt, ich hatte den Doktor im Schlepptau dort, das heißt, es muss diese Situation sein. Wir haben Leslie gesucht, den Patienten, wo ich erstmal dachte, es wäre eine Sie. Auch Leslie ist ein weiblicher Name, sieht sehr weiblich aus. Oh, oh, und ja, da will ich noch nicht vorab spoilen, aber da gibt es auch gleich ein paar interessante Situationen, nennen wir es mal so, die wir zu überstehen haben. Das wird nochmal eine richtige Hausnummer. Bis jetzt macht es mir echt Spaß, muss ich sagen. Eine nette Evolution gegenüber den Resident Evils. Das ist das wahrscheinlich, was Resident Evil 5 gewesen wäre, wenn Mikami noch dabei wäre. Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. So, hier, stimmt. Wir suchen jetzt den Bruder des Doktors auf. Nur, wenn ich mich recht erinnere, achtet mal jetzt hier links, rechts dazwischen. Mit diesem Scheiterhaufen. Da müssen, glaube ich, gleich ein paar Zombies kommen und eine Frau zum Scheiterhaufen bringen. Da ist es. Und vor der Stelle. Das überlasse ich Ihnen. Schweine? Boah, wieso bist du wieder aufgestanden? Du brennst doch. Okay. Gut geschossen. Ja, danke. Bei der Demo, oder besser gesagt bei dem Vorab, wo ich den Level schon mal gespielt habe, habe ich die Frau nicht rechtzeitig retten können. Die wurde auf den Scheiterhaufen geworfen. Aber, oh Gott, nee, ich mich... Die Schweine hier nicht.
anzünden. Lass sie überleben, die haben mir doch nichts getan. Oh Gott, ich krieg wieder dann Flashbacks an. Welches Spiel war das nochmal? Xenoclash 2 mit diesen kleinen Speichern, die ich aus Versehen. Ich wollte die streicheln, aber ich habe die Taste zum Tottreten verwendet stattdessen. Ah, da. Hallo? Hey, sie ist verschwunden. Und es gab nur Gehirn. Okay. Aber immerhin, ich fühle mich besser. Ich würde mich gern mal aufleveln hier. Ich habe doch so viel Gehirn jetzt gesammelt. Hm. Aber so einen richtigen Savepunkt, ja, zwischen den Stationen gab es auch keinen, ne? Aber gut, wir haben die Frau gerettet. Sie hat sich aufgelöst. Ja, das Klärchen. Dann gehen wir mal jetzt den Bruder des Doktors besuchen. Das war diese Tür hier, wenn ich mich recht entsinne. Das ist schon ein paar Monate her, aber ich glaube, ich habe es noch einigermaßen. Da. Lass uns hier rein. So, vorsichtig. Kann ich auslassen. Ah, spritzen. Puh. Also wir können uns jetzt auch oben ein bisschen umgucken. Was ist hier nur passiert? Aber nicht reißen. Alles freilegen. Ihr hört schon, ne? Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Blech. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Hohohoho. Tut mir leid um deinen Bruder Doc. Aber er war verrückt geworden. Ja, wir haben es gesehen. Ein bisschen hat sie auch geruckelt und es ruckelt hier auch, wenn ich mich drehe. Valerio sowas antun? Wie konnte er Valerio... Unmöglich. Valerio sowas antun? Kann nicht Rovik sein. Ah, und da? Ein Röntgenbild mit Schlüsseln, die in einen Abdomen verpackt sind. Das gibt uns natürlich einen Hinweis darauf, was wir hier machen können. Nämlich, der fette Doktor hat uns was hinterlassen. Und zwar hier. Oder? Oder muss ich in der Mitte erstmal aufsäbeln? Ich drück doch den Knopf. Ah, oder muss ich erstmal... Oben. Ugh. Keine falsche Bescheidenheit. Okay. So, eine Armbanduhr, Lipgloss, und Schlüssel. Guck mal, da ist auch ein Hirn, liegt da noch da, oder? Ist das ein Hirn? Nee, ist ein bisschen eher milzig, würde ich sagen. Hm, soll ich mir jetzt schon den... Nee, ich habe noch genug Energie, ne? Ich baller mir jetzt noch nichts rein. Wir haben Schlüssel bekommen. Ja, ja, das war tatsächlich so der Abschnitt, wie ich ihn gespielt habe. Valerio ist da auch durchgedreht, aber
auch wenn die Framerate hier ein bisschen geschwankt hat. Bei der Preview damals war sie noch sehr, sehr, sehr weit runter. Da lief es ungefähr mit 10 Frames. Also sie haben schon ordentlich dran gearbeitet, dass es einigermaßen flüssig ist. Bist du bereit, Doc? Ja. Dann lass uns mal gemeinsam mal gucken, wo wir dann hin können. Wir haben den Schlüssel jetzt aus dem Bauch des Patienten von Valerio bekommen. Er war anscheinend auch der Doktor von Leslie und Doc erzählt ja hier auch irgendwas von wegen Ruvio. Ruvio ist, schätze ich, dieser Typ im Hoodie, der anscheinend der ganze Antrieb für das hier ist. So. Ein bisschen Angst, dass es hier jetzt noch so beschützertechnisch wird. Ich kann mich erinnern, dass ich hier so rumgeschlichen bin mit dem Doc und mich mal umgeschaut habe im Häuslein. Aber dass wir auch hier nicht alleine sind. Mal sehen. Oh, ja, ja, genau. Da müssten jetzt gleich ein paar Türen vor uns sein. Vorsichtig. Normale Kugel kann ich nicht mehr tragen. Okay, oh, Gehirn. Kisten. Aber hier müsste auch irgendwo noch ein Gegner sein. Shotgun Shells. Yeah. Das sind mir die liebsten. Oh, und diese Blendpfeile. Genau. Ah, die habe ich das letzte Mal genommen und da war Game Over. Deshalb hat er sich nicht gemerkt, dass ich das hier hatte. So, irgendwo hier, wenn wir durch die Türen gehen, irgendwo war hier noch so ein Johnny. Okay. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Wir gehen auch raus, aber... nicht bevor wir schön das Auflevel-Hirn mitgenommen haben. I like this game quite a bit. Bis jetzt. Zu laut. Macht der Gewohnheit. Machen wir ja den Türkick bei Resident Evil. Okay, hier war der Typ, ne? Sie haben uns! Gut. In der Preview hatte ich noch geschafft, mich an den heranzuschleichen. Hier eher weniger. Doc, kommen Sie her. Kommen Sie mit, Doc. Der einfachste Weg ist natürlich die Shotgun ins Gesicht. Ach, pff. Ey, Doc. Ich dachte, da kommt ein Gegner. Okay, dann lass uns runter. Kommen Sie mit, Doc. Und, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Es kam von draußen, wir müssen in ein bestimmtes Haus rein. Wo Leslie sich wohl versteckt hält, aber hier gibt es auch ein paar verschiedene Häuser, durch die man durch kann. Da würde ich auch mal schauen. Nee, hier ist hell genug. So. Ach nee, da kamen wir her. Alles klar. Oder kamen wir daher? Nee, wir kamen daher, ne? Wie er die wegpuncht. Oh, was ist denn hier? So ein bisschen halbe Kuh, ne? Hier waren wir nicht, glaube ich. Was ist das, wo wir hin können? Ja, aber das ist auch schon ordentlich hier verschlossen. Ah, warte mal. Versuch mich mal hier.
ist das Haus, wo wir waren, ne? Also was ist denn hier los? Warum ist es so dunkel auf einmal? Habe ich jetzt schon die Orientierung verloren? Na fein. Ah, auch gut. Dann gucken wir uns mal um. So. Dann nehmen wir uns... Oh! Alter, hat mich das erschreckt. Aber es war auch nur ein Geist. Oh, Zahnräder. Alles klar. Könnte das das Richtige sein, wenn dort ein Geist gewesen ist? Flasche, Zahnrad. Ah, warte mal, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich kann mich hier durchquetschen, ne? Das sagt mir auch noch was. Moment. Da kommt der Doktor natürlich nicht mit durch, aber ich kann mich hier mal nach Items umschauen. Ne, das brauchen wir nicht. Das Hirn. Aha, eine Akte. Notiz von Dorfbewohner. Sie haben Norman umgebracht. Oh, Norm! Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Warst du der Nächste? Aber ganz ehrlich, was ist denn das hier auch für ein Haus? Wie will man denn hier wohnen? Hier ist noch nichts. Oh, oh! Normale Kugeln. Ein bisschen groß auch, die Verpackungen, ne? Die Kugelverpackungen sind ein bisschen riesig. Egal. Ach, das macht mir jetzt gerade richtig Spaß, muss ich sagen. Die Erleichterung ist noch da, nach dem letzten Ding. Wirklich erleichtert. Scheiß Kettensägen-Fuzzi. Okay, ist das eine Scarecrow? Kann sie auch nicht mehr hauen. Aber hier kommt man auch nicht durch. Okay. Also in dem Haus waren wir. Gibt es hier eigentlich eine Map zum Zuschalten? Karte? Nee, gibt es nicht. Schade. Bin ich natürlich noch von... Also hier hätte es ja gerade eine Map ganz gerne gebraucht. Vor allem, weil die Häuser recht uniform aussehen. Hilfe! Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Da ist er. Okay. Alright. Das Game hat hier auch passenderweise abgesaved und es passt vor allem so passenderweise gut, weil wir sind auch am Ende angelangt des heutigen Teiles von Gregors Spiel The Evil Within. Wo Leslie hingegangen ist, das sehen wir im nächsten Teil. Bis dann.